Religion ist zurück auf der Tagesordnung und wird es vermutlich auch in 2030 sein. Dann in 2030 wird die Welt vermutlich noch pluraler, noch vielfältiger sein, als wir es heute haben. Und Religionswissenschaft als Disziplin ist gewohnt, mit Vielfalt umzugehen, unterschiedlichen Weltdeutungen, unterschiedlichen Wertnormen dann. Und hier ist die Religionswissenschaft sozusagen eine Disziplin, die informiert, sachlich Unterscheidungen trifft, Entwicklung aufzeigt und auch mögliche Antworten gibt, wie hier Konflikte oder Entwicklungen zu begleiten sind, zu beurteilen sind. Das könnte ein Beitrag sein der Religionswissenschaft. Meine drei wichtigsten Arbeitsgeräte sind einmal ein Bleistift. Mit Bleistift mache ich mir selber Notizen, dann unterstreiche Texte, streiche Seminararbeiten, Hausarbeiten, Dissertationen an, streiche an, was sehr gut ist, mache Markierungen daneben. Dafür brauche ich eigentlich den Bleistift. Das ist für mich sehr wichtig, dann auch zum selber Texte lesen, auch hier Anmerkungen zu machen. Zum Zweiten natürlich ist für mich wichtig ein Notebook, dann also ein Computer, Kommunikation. Zoom war im letzten Jahr sehr wichtig. Dann natürlich ist auch ein Computer wichtig, eigene Texte schreiben, dann eigene Gutachten schreiben, etwas zu entwickeln, dann in dieser Richtung hin. Zum Dritten, da habe ich länger drüber nachgedacht, was ist wichtig für mich? Eigentlich sind es zwei Dinge und ich habe mich für das eine entschieden dann. Fürs Handy dann. Für Handy einmal Kommunikation. Zum Zweiten brauche ich das Handy nicht so sehr zum Telefonieren, sondern wenn ich zu Besuchen in Hindu-Tempeln bin oder buddhistischen Pagoden, dann kann ich hier mit einem Handy, den neueren Handys, super Bilder machen, die man für den Unterricht auch gebrauchen kann. Führe Interviews damit, kann kurze Filme drehen. Ich war im Sommer beispielsweise beim Vesak-Fest der vietnamesischen Pagode in Nebikon, Kanton Luzern, dort dann Videos gedreht, Bilder gemacht. Das ist natürlich sehr für eine Dokumentation interessant. Das setze ich im Unterricht ein. Und hier ist sozusagen ein Handy als sozusagen Ersatz für eine Kamera, die ich früher immer mitschleppte, ein sehr praktisches Gerät da. Ja, das ist eine verrückte Vorstellung. Aber was wäre mein Zitat dann? Mein Zitat wäre, Wesensbestimmung ist Wesensgestaltung. Dieses Zitat stammt von dem liberalen Theologen Ernst Troeltsch. Er hat das 1913 formuliert. Und zwar hat er es formuliert auf die Frage, was ist das Wesen des Christentums? Ich selber arbeite nun zum Bereich Buddhismus, Islam, Hinduismus dann. Und genau diese Frage, was ist das Wesen des Buddhismus oder das Wesen des Hinduismus, ist natürlich übertragbar. Und wir sehen hier, was Wesensbestimmung ist, dann hat eigentlich erstmal eine subjektive Konstruktion und eine Abstraktion. Und es sind drei Prinzipien drin enthalten. Das ist einmal das Prinzip der Kritik, weil wir sehr deutlich damit sagen, was ist nicht als wesentlich anerkannt. Also ein Beispiel zu geben. Buddhisten in der frühen Zeit um 1900, heutzutage, definieren, was sind kulturspezifische Elemente im Buddhismus und was sind kulturunspezifische Wesensmerkmale. Und westliche Buddhisten wollen genau diese kulturunspezifischen Beträge und Elemente übertragen und aus diesen kulturunspezifischen, diesen Wesensmerkmalen einen neuen Buddhismus im Westen kreieren. Und damit ist das zweite Element genannt. Entwicklung. Entwicklung ist etwas, sozusagen wie dieses vermeintliche Wesen, was Sie im Buddhismus sehen, dann entwickeln kann, wie es eine Zukunft gestalten kann. Und diese Zukunft gestalten soll ein Ideal werden. Ein Ideal, auf das man sich hinbewegt, aus der Vergangenheit her, aus der man das Ideal, diese Wesensbestimmung herausgenommen hat und sozusagen einen neuen westlichen Buddhismus entwickeln, der egalitär ist, frauenfreundlich, offen, meditativ, aber keine kulturellen, rituellen Elemente, so wie man sie in Asien dann sieht und dort auch teils aus westlicher Perspektive dann kritisiert. Also Wesensbestimmung ist Wesensgestaltung, ist ein sehr subjektiver Vorgang, zum Teil ein sehr konstruktivistischer dann. Und wir können ihn sehr deutlich analytisch und kritisch auf Vorgänge sehen, wie wir sie in den Religionen heute, aber auch in früheren Zeiten sehen. Und dann hoffe ich, dass ich mein Gedächtnis wiederfinde. Was ich insbesondere brauche, ist Managen und Führen. Managen und Führen, das wird im Unterricht nicht so, im Studium nicht so gelernt. Ich habe das gebraucht als langjähriger, achtjähriger Prorektor Forschung an der Universität Luzern.
aktuell als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft. Führen heißt auch hier versuchen, verschiedene Charaktere zusammenzubringen, verschiedene Lösungen zu finden, dann auch unterschiedliche Charaktere sozusagen mit versuchen, auf einen Einklang zu bringen. Dann im Studium selber, und das ist Voraussetzung, denke ich, was man für Führen und Managen braucht, ist systematisch und strukturiert zu denken, dann organisieren zu können, analysieren zu können. Und genau diese Fähigkeiten, strukturieren, analysieren, das ist etwas, was wir an der Universität versuchen, den Studierenden weiterzubringen, was ich aber auch selber dann immer wieder als Lernprozess nehme und dort auch selber wieder neue Lernerfolge, aber auch Lernmisserfolge erfahre. Von daher ist es eben etwas, was im Studium angelegt ist, aber dann erst im wirklichen Leben umgesetzt werden muss.